Harry Hall arbeitet als Berater für das US-Verteidigungsministerium. Wir sprachen mit ihm, nachdem er Shenyun Performing Arts im Kansas Center Opera House in Washington D.C. gesehen hat. Das, was ich so einzigartig empfinde, ist, dass alle Mitwirkenden viel im Herzen haben und ein Gefühl dafür haben, wie sie es gut machen. Das kann man bei der Aufführung sehen. Der große Glaube an das, was sie denken und tun und wie sie das herüberbringen. Alle Darbietungen haben Herrn Hall gut gefallen. Irgendwie kommt alles in der Geschichte zusammen. Jedes kleine Stück ist wie ein Kapitel in einem Buch. Wenn man jedes einzelne Kapitel liest, hat das einen ganz bestimmten Platz im Ganzen. Das Besondere für mich ist eben diese ganze Darbietung, wie alles zusammengestellt ist. Herr Hall ist schon einmal über den Platz des himmlischen Friedens gegangen. Nachdem er Shenyuns Darstellung des heutigen Chinas gesehen hat, sagt er, dass er mit dem Gefühl des Lebens unter Bewachung eines autoritären Regimes vertraut ist. Ich denke, das hier wäre ein großartiges Zeichen für alle, dass das übermächtige politische System nicht das System ist, mit dem sie leben müssen. Aber diese Überzeugung in jedem Einzelnen miteinander zu teilen und sich um andere zu kümmern, ich finde, das wäre einfach großartig, falls sie das ihnen erlauben. NTD News, Washington, D.C.